6.30 Uhr bei Selina. Kurz vor Abflug. Let's go. Also wir sind in Malaysia angekommen und haben 10 Stunden Aufenthalt hier. Und was meinst du? Mit Essen sind wir aber nicht gekommen. Ja, gucken wir gleich. Und dachten uns halt, wir fahren nach Kuala Lumpur rein, wo wir da am Flughafen rumchillen. Es war dann voll der Act. Wir sind irgendwie hier rumgefahren, wo auch immer. Wir sind dann an die Zentralstation gekommen, wo aber nichts ging. Also zu Fuß kommt man da nicht weg. Und jetzt sind wir einfach mal der Nase nach rumgefahren und sind dann in so einem Einkaufszentrum rausgekommen. Und jetzt, wenn wir gleich irgendwie sehen, wo wir sind, weil wir sind die ganze Zeit durch U-Bahn-Schächte gefahren, wissen wir, ob wir im Zentrum gelandet sind oder nicht. Und wir haben ein paar sehr, sehr geile Sachen eingekauft hier, von denen wir schon länger schwärmen, die aus Asien kommen. Das zeige ich auch gleich. Sieht ein bisschen mehr nach Zentrum aus. Hier ein ultra fetter Weihnachtsbaum. Und jetzt suchen wir nach den Petronas Twin Towers. Mal gucken, ob wir die finden. Ja. Okay, auf jeden Fall richtig lost. Hier ist der Weihnachtsbaum. Und hier sind die Towers. Also wenn man sich einfach mal direkt umguckt, dann hätte man die auch gesehen. Checken wir gleich noch von einer anderen Perspektive ab. Ich bin auf jeden Fall auch mittlerweile im T-Shirt unterwegs, weil es ist viel zu schwül hier. Und jetzt chillen wir, denke ich, noch ein bisschen auf einer Parkbank, essen die Sachen, die wir jetzt gekauft haben, laufen einmal um den Block. Also, wir haben uns Jackfruits geholt. Und das habe ich noch nie probiert. Mangosteen heißen die. Kommen aus Thailand. Ich glaube, da steht sogar Thailand drauf. Ja. Und ja, meine Freundin ist ja halb Thai. Geht voll auf die ab. Hat gemeint, die sind ultra krass, aber scheiß teuer in Deutschland. Und jetzt gucken wir mal, was die Dinger können. Oh, werden wir gleich verhaftet hier. Also die Schale ist weich, die kannst du einfach aufdrücken, das würde ich nicht essen. Das sieht ein bisschen gammelig aus. Oh shit. Irgendwie sehen die vergammelt aus. Ja. Also das soll so nicht aussehen. Ich mach das weg, bevor uns irgendwas passiert. Also, die ist anscheinend besser. Okay. Schmeckt geil. Ist nicht gestört krass, aber schmeckt gut. Also kann man probieren auf jeden Fall. Ja, ist jetzt nicht gestört, aber ist auf jeden Fall geil. Finde ich deutlich geiler. Ist deutlich geiler. Also Fazit, eine frische Jackfruit in Asien ist auf jeden Fall krasser als diese gesüßten Dosen Jackfruits. Das kann man nicht vergleichen. War natürlich schon obvious und klar, aber jetzt weiß ich's.
Er ist auf jeden Fall massiv. Das Gebäude ist auch stabil. Wir können safe so Türme bauen, weil die hier die Leute auch abziehen mit ihren scheiß Blitzern. 100%. Alles finanziert direkt. Direkt Sponsor vor der Tür. Aber ist auf jeden Fall chillig. Ist geil. Jetzt gehen wir wahrscheinlich noch eine Runde essen und dann ab zum Flughafen. Ladies and gentlemen, we have landed at Perth Airport, Australia. The local time now is 55 minutes past midnight and the temperature reported 21 degrees Celsius. Also 36 Stunden on the go. Welcome to Perth, Western Australia. Jetzt sind wir in der Halle mit den Luggage und gucken, dass hoffentlich unser Gepäck angekommen ist. Also das wäre jetzt natürlich die letzte Hürde, die überwunden werden muss. Und ja, dann holen wir uns gleich ein Uber oder so ein paar andere Taxis und fahren zu unserem Airbnb. Da ist auch der Schlüssel irgendwo versteckt im Garten. Das heißt, wir müssen dann nachts einen Schlüssel suchen. Vielleicht finden wir ein paar Spinnen und Schlangen. Ah, genau. Aber alles gut geklappt. 36 Stunden on the go. Und dreht sich am Arsch. Jetzt mal gucken, wann wir da sind. I get the bag. So, wir sind jetzt in der Airbnb angekommen. Wie es hier aussieht, mache ich, denke ich, morgen beim Tageslicht dann einen kleinen Einschnitt. Und jetzt haben wir uns ready gemacht, frisch gemacht, geduscht, Zähne geputzt und so. Haben uns richtig ekelhaft gefühlt. Und jetzt gibt es gleich Essen. Es wird so 5 Minuten drinnen geben. Ist ein bisschen räudig, aber kann man nichts machen. Wir haben uns die halt mitgenommen, weil wenn man im Flugzeug kein Essen mehr hat oder Hunger hat, dann kann man es natürlich mit heißem Wasser aufkochen, hat nochmal eine Portion Essen dabei. Haben wir gar nicht gebraucht, werden wir jetzt dann essen. Ich bin auch gerade während der Diät, ja, jetzt auf Travel, glaube ich, ein bisschen muss flexibler werden. Bin ich gespannt, wie ich das mache. Genau, ich habe jetzt auch hier schon mal auf die Waage geguckt. Da waren es 82,7. Jetzt mit Handy und Klamotten 83,4. Das heißt, seit Abflug in Deutschland anscheinend 3 Kilo zugenommen oder 2. Kleiner Formcheck. Ja. Mal gucken. Also Diät wird spannend hier während dem Traveln. Und damit ich auch auf meine Proteine während der Diät komme, habe ich mich auf jeden Fall mit ein bisschen Proteinriegeln eingedeckt. Gerade für einen Backpack-Lifestyle ist es halt optimal. Und wenn man jetzt nur so Mist isst wie heute oder während dem Flugzeug die letzten 2 Tage, dann komme ich so wenigstens auf die Proteine. Müsste für 2-3 Wochen reichen, denke ich. Mal gucken. Der größte Teil tatsächlich auch geschenkt zum Geburtstag vor ein paar Wochen von ein paar Freunden. Deswegen auf jeden Fall gute Unterstützung hier auf Reisen mit dabei. Ansonsten jetzt wie gesagt Essen. Wahrscheinlich bleiben wir ein bisschen wach. Wir haben jetzt hier 3:30. In Deutschland glaube ich dann 8:30. Dann morgen erstmal auspennen und den Wecker aufstehen und alles Organisatorische wie Bank, Steuernummer, Job und so weiter klären. Aber jetzt wird gegessen und gechillt.